Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Ankündigungsvideo. Ja, es ist zwar heute erst Montag. Nee, der andere Tag der Aufnahme ist ein anderer Tag, das ist klar. Ich habe das Ganze geplant hochgeladen. Jedenfalls, das Tutorial ist bereits fertig. Zumindest, sobald das Video öffentlich ist. Das Video wird. Das Tutorial ist fertig. Man kann nun ein Level erstellen und auch jetzt einsenden. Ich werde jetzt kurz erzählen, wie man ein solches Level nun einsenden kann und was da alles dabei sein sollte. Also, ich möchte das. Na, dumm. Also, ich möchte halt ein 2D-Level. Oberwelt kann. Was heißt Oberwelt? Oberwelt, die muss 3D sein natürlich, es kann auch eine 3D sein, man kann auch gleich im 2D-Level starten. Macht man wie Bettstätter, macht man wie man kann. Gut, dann, wie macht man damit? Also wie sendet man sein Level ein, was wird alles dabei sein? Es ist wie bei Dein Zimmer 64 Hack auch, dass ich gerne eine, zumindest einen kleinen Text dabei hätte, um über die zum Beispiel Schwierigkeit und sowas zu erfahren und halt von wem das Level überhaupt ist und so weiter und so fort. Ja, also mit der Textdatei kann man sich an Dein Super Mario 64 orientieren. Dann, wie sendet man das Ganze ein? Ich mache das über YouTube. Man lädt sein Level einfach irgendwo hoch und zum Beispiel auf Mediafire oder auf Job oder auf Mega, wenn das auch wieder mal läuft, was hoffentlich jetzt mittlerweile schon wieder geht, oder halt wo auch immer, ne? Hauptsache ich kann es runterladen. Dann soll es möglichst in einer ZIP-Datei verpackt sein und diesen Download-Link in einer YouTube-Nachricht bitte, das ist dann noch mal, in einer YouTube-Nachricht an mir senden. Hierfür geht man dann einfach sicher. Das ist auch scheiße. Geht man einfach aber sicher auf meinen Kanal. Geht auf Kanalinfo. Und kann dann normalerweise. Ist hier dann so ein toller Button, wo man einfach draufklicken kann und eine Nachricht abschicken kann, in der dann zum Beispiel dieser Link steht. Gut. Okay. Dann hoffe ich eigentlich auch schon jetzt noch einen Moment. Ja, also wir haben das Level, soll alles verpackt sein in einer ZIP-Datei. Das Level kann gepatcht sein, muss aber nicht. Also wer doch lieber nur den Patch senden möchte, bitte. Dann ist die Textdatei mit dabei, wo drin stehen sollte, dass das Level ist von dem und dem, das Level hat so viele Sterne, es ist so und so schwer und so weiter. Das Ganze sollte hochgeladen werden in einer ZIP-Datei und der Ding sollte dann per YouTube-Nachricht mir zugesendet werden. Joa. Das war's dann schon. Und ich möchte auch, dass in der Textdatei noch beschrieben wird, ob ich das Level bewerten soll und wenn wie. Das ist auch ganz wichtig. Soll ich das Level bewerten und dann wenn wie? Tja, okay, dann war's das. Und hoffentlich kommen auch gute Levels raus. Ist ja eigentlich nichts anderes. Außer dass man das Ganze eben nicht ganze Plattform verteilt, sondern einfach nur auf einem Streifen. Ich bin schon gespannt, es gibt mal Object Patches, die auch auf 2D-Objekte drin haben, zumindest oder auch Remake 2D-Objekte, dafür habe ich auch Tutorials natürlich, und auch ein ganzes Mal Object Patch tun. Und das sollte man schon auf die Reihe stellen können, also ich glaube, das sollte nicht ganz so schwer sein. Und dann hoffe ich, bis dass da was Gutes rauskommt, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.